Für mich war das irgendwie so, also in Deutschland, ja, in Amerika kann ich. Ja, willkommen. Laufen wir schon? Nein, ja, wir laufen schon. Ach so. Ja, oh. Hallo. Völlig unprofessionell. Guten Hallo. Morgen, ich bin gerade erst aufgewacht. Hi. Ja, ganz was Neues bei uns im Brennpunkt. willkommen heute live aus der Irrenanstalt. Ja. Wir haben ein sehr besonderes Feature heute für euch extra. Wir haben ja eine Jubiläumsausgabe, die 107. Ja. Die ist ja bekanntlich was ganz Besonderes. Das ist die erste Folge, die die 107. Folge ist. Genau, richtig. Mhm. Und da dachten wir uns, letzte Woche war Jules Geburtstag, das war super geil. Wie können wir das noch toppen? Wir nehmen bei uns im Wohnzimmer auf. Oh, ich sag schon uns, weil du gehörst einfach zur Familie. Ach, hör auf. Und ja, wir haben im Hintergrund Dion laufen, der einen 24-Stunden Roblox-Stream macht. Wir sind hier nicht im Boyercliff, ja, wir sind nicht in der Irrenanstalt per se. Mhm. Nein, wir sind in einer Irrenanstalt, der YouTuber-Irrenanstalt. Richtig. Und vielleicht kann es zwischendrin passieren, dass im Hintergrund ein Dion ganz laut bis 100 zählt. Das ist eben schon passiert. Was eben in dieser Wohnung auch schon passiert ist, dass ich an die Tür gegangen bin, als es geklingelt hat. Und gesagt habe, hey, irgendwie so ganz dumm. Und dann war es aber doch nicht Tino, dann war es die arme Postfrau, die dann ganz ängstlich gesagt hat, ey, kann ich das Paket auch auf die Treppe legen? Ich bin mir sicher, sie hört gerade zu. Also, dicke Sorry, liebe Postfrau. Das kommt nicht nochmal vor. Ja. Was auch nicht nochmal vorkommt. Und der erste Überraschungsgast. Hallo! Einen wunderschönen guten Tag. Du bist die andere Jules. Letzte Woche hatte Jules Geburtstag. Du bist heute einfach nur spezieller Gast. Hast du eine wirklich brennende Thematik, die dir unter den Fingernägeln brennt? Oder endlich mal. Alles supi. Alles supi. Alles supi. Das hört man so selten. Kann man auf jeden Fall auch über die letzte Woche sagen. Die letzte Woche war auch supi. Es gab keine großen Events, die Leute verstört haben. So ein bisschen vielleicht. So ein bisschen. So ein bisschen. Wir also eine, die mich persönlich sehr geschockt hat und für mich eine Achterbahn der Gefühle war. Ja. Was denn? Soll ich einsteigen damit? Steig ein. Sei mein Gangster. Apropos einsteigen, wir sind wieder ins Impfgeschäft eingestiegen in Deutschland und impfen wieder mit AstraZeneca. Das war ja eine Woche, du sag ich dir. Erst bekomme ich meinen Impftermin und es gab nur AstraZeneca, der ja nicht ganz den geilsten Ruf hat. Ja, der soll nur zu 70% irgendwie wirken und die restlichen, weiß nicht. Und dann hieß es, nein, wir impfen damit nicht mehr, denn es gab Thrombosefälle auf der Welt. So nicht viele, aber es gab welche. Deswegen setzen wir jetzt den Impfstoff einfach aus. Und ich dachte, fuck, ich werde doch nicht geimpft. Und dann kam jetzt doch wieder die Information am Donnerstag, Leute, so schlimm ist es gar nicht. Mhm. Die Babypille hat viel, viel mehr Nebenwirkungen und sämtliche anderen Medikamente haben auch Nebenwirkungen, die viel schlimmer sind und öfter auftreten. Wir impfen weiter, bis auf Finnland. Ich glaube, die bleiben dabei bei dem Impfstopp. Aber der Rest sagt wieder, wir impfen weiter. Mit AstraZeneca. Ich habe das nicht hundertprozentig verfolgt, aber da hat die werte Bundesregierung irgendwie für 3 Tage jetzt gesagt, wir machen Impfstopp, oder wie war das? Ja, um zu prüfen, weil es gab ja Thrombosefälle irgendwie, wo man nicht ganz genau wusste, ob es auch daher kommt. Und man hat sich jetzt darauf geeinigt, dass man das als Nebenwirkung angibt. Es könnten Thrombosefälle auftreten in sehr geringen Dosen. Ich will dir mal was sagen. Ich bekomme seit einer Woche auch neue Tabletten und da steht... Ich habe schon keinen Arm mehr. Ja, wegen meiner Hand tatsächlich, meinen Gelenken. Und bei Nebenwirkungen steht, 1 von 10, ganz oben, ohne Spaß, 1 von 10, Herzinfarkt. 1 von 10? 1 von 10. Und ich dachte, oh mein Gott. Aber dann war so ein Sternchen dahinter und ein Hinweis, nur bei einer Überdosis. Und wenn man diese Tabletten lange, also sehr lange nimmt, ich soll die nur nehmen bis irgendwie, weiß nicht, 4 Wochen, wenn man die aber länger als das nimmt und viel zu viel, also auch mal 4 nimmt als statt 2, dann kann es einen Herzinfarkt auslösen. Aber so funktionieren Nebenwirkungen aufschreiben, ja? Also dann musst du es ja auch bei Wasser-Nebenwirkungen aufschreiben. Ey, trink mal nicht 5 Liter Wasser am Tag oder 10. Ja, 5 geht noch, aber... 5 geht noch, deswegen habe ich schnell... Ja. So, das ist ja dann auch eine Nebenwirkung, dass du irgendwie Wasservergiftung kriegst oder so. Naja, aber ich glaube, das ist ja für den normalen Hausgebrauch, kann man im Wasser ja nicht sterben. Bei Medikamenten
gibt es ja Nebenwirkungen, die können auftreten, auch wenn du sie normal einnimmst, weißt du? Und Herzinfarkt wohl bei zu lange Einwirkung. Ich weiß auch nicht, aber ich fand es sehr erschreckend. Jedenfalls, AstraZeneca darf wieder geimpft werden und ich freue mich drauf. Also ich frage mich ja echt, was muss ich machen, um hier sterben zu können? Das ist ja völlig schwer. Du meinst, So. um gechippt zu werden? Auch ja, Ja. nee, ich meine, weißt du, musst du hier Überdosis Medikamente nehmen und kriegst nur in 10% der Fälle einen Herzinfarkt. Das ist doch lame. Ich habe auch ein Buch gelesen, so über Selbstmordversuche, so, die schiefgegangen sind. Und da dachte ich mir auch, Alter, das ist aber ganz schön kompliziert. Klar, du kannst dich vor den Zug schmeißen, aber wenn du abtreten willst, freiwillig, ohne Schaden anzurichten, dann musst du dich irgendwie auffangen. Da musst du erstmal lernen, wie du so einen Strick drehst. Das ist voll aufwendig. Du brauchst Übelst unangenehm. auch ein Dach, weiß nicht, so eine Latte irgendwie, wo du dich, oder einen Nagel, wo du dich festmachen kannst. Tabletten musst du die richtige Wirkung finden und die richtige Kombination, sonst kriegst du einfach nur einen Schlaganfall und bist dann irgendwie querschnittgelähmt. Also du musst dich echt belesen, wenn du dich umbringen willst, ohne Folgen zu hinterlassen für andere. Erschießen vielleicht, aber wo willst du eine Pistole herkriegen? Ach, erschießen ist auch nicht mehr safe, Alter. Da habe ich diese Woche gesehen, da ist eine arme Frau vor Gericht zusammengebrochen, weil ein Räuber geflüchtet ist und der Polizist direkt das Feuer eröffnet hat, als er in ein Auto eingestiegen ist. In dem Auto saß aber jene Frau und ein einjähriges Kind, das wurde im Kopf getroffen und es lebt noch. Oh. Es ist natürlich jetzt hier ein bisschen in der Schwebe, was da die Genesung angeht. Aber weißt du, Pistolenkugeln sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Wahrscheinlich nicht mal im Kopf. Der arme Polizist, weißt du, der hat auch keine Sicherheit mehr im Nee, ich Leben. mal. Wo soll das hinführen? Ja, wo soll das hinführen, wenn der Polizist sich nicht mehr seiner Waffe sicher sein kann? Wir öffnen jetzt hier einen Spendenfonds für den Polizisten, ja, Ja. dass er endlich wieder gute Pistolenkugeln bekommt. Eben. Wenn Hochwertig. Räuber vor dir wegrennen und du die nicht hinrichten kannst, Ja. was kannst du denn dann noch machen? Gerade als Cop, ja, ist doch Ja. langweilig, der Job. Das wäre mir auch viel zu unsicher einfach. Ja. Du musst ja um dein Leben fürchten als Polizist. Es ist schlimm geworden. Es wird immer schlimmer. Ja. Ja, also für mich wird auch immer schlimmer dieser AstraZeneca. Also AstraZeneca. lustigerweise klingt die Krankheit wie ein Bier, Corona, aber auch die Impfung Astra. Das ist ein bisschen, weiß ich nicht, so ein Das Bierding. ist, glaube ich, von der Bierindustrie so eine Verschwörung. Am Ende war es eine riesige Werbeaktion der Bioindustrie, weißt Bio. du? Gibt's Ja, schon Bio? ja. Was? Na, Bio. Ach so. Ich glaube schon, ja. Ja, Ich habe mal gut. in einem Biomarkt gesehen, dass es Bio-Bier gibt. Und Bio-Bio-Bier. warum heißt das nicht Bio? Das klingt doch viel besser. Das ist wie diese Mate von wie heißt denn die Firma? Die auch diese Limonaden herstellt. Bionade. Schwierig. Bionade. Und die haben eine Mate gemacht und die heißt Bionade-Mate. Mein erster Gedanke war, hä? Die hätten sie doch einfach Biomate nennen können. Und da ist echt so ein Hinweis hinten auf den Gläsern drauf, wo drauf steht, Fun Fact, wir hätten diese Mate auch Biomate nennen können, aber die Idee kam uns erst viel später. Schlechtes Ja, Marketingteam. ja. Ganz schwach. Aber witzig. Ja, aber diese ganze Situation mit der Impfung ist doch jetzt auch, ist auch schon ein bisschen dumm, oder? Also das hat schon jetzt die ganzen Impfzweifler gefüttert. Und im Endeffekt, es ist ja alles wie vorher. Es wurde nur 3 Tage jetzt gesagt. Ich weiß es nicht. Also auf der einen Seite hieß es doch von den ganzen Verschwörungstheoretiker-Leuten, dass ja alle durchgeimpft werden sollen, so schnell wie möglich, damit alle gechippt sind und es ist ja eine Todesspritze. Aber es läuft ja nicht, weißt du? Also es werden ja ganz wenige nur geimpft. Also entweder gibt es jemanden, so einen Hildmann-Typ in der Regierung, der das irgendwie stoppt. Jens Spahn und Scheuer vielleicht, die Taskforce, die das so aufhalten und die Menschen retten wollen vor dem Impftod. Oder es ist einfach nur so, dass wir eine inkompetente Regierung haben. Nein, das Nee. glaube ich nicht. Ja, das ist sehr Da unwahrscheinlich. gibt es keine Evidenz für. Okay, da hast du recht. Gut, Das füttert nicht es die. gibt aber Evidenz dafür, dass mein Finger halb ab ist. Ja, erzähl Ich mal. muss es hier irgendwie in den Podcast noch Ja. reindrücken. Es tut mir leid. Das war ein einschneidendes Erlebnis für mich diese Für Woche. den Finger auch. Literally. Ja, also es war ein Schnitt, aber es war nicht wirklich ein Schnitt. Es wurde eher abgebissen von meinem Finger. Klingt absurd, ist aber so. Ich habe gekehrt. Und dabei, also das war so ein richtig räudiger Drecks. Das war jetzt das dritte Pisse-Erlebnis mit diesem Scheißbesen, ja. Der fällt komplett auseinander. Ich nehme den immer zum Skaten mit, um die Scheiße wegzumachen, weil wir Skater, wir sind die Guten, wir halten die Umwelt Weil sauber. ihr kackt immer auf den Skatepark und dann könnt ihr Auch das das, wegmachen. Ja. ja.
So, und dann kehre ich so und dieser komische Aluminiumbesen knickt ab, weil ich so ein starker Mensch bin. Ja. Ja, so knickt genau da ab, wo die obere Hand quasi ist. Hm. Knickt auf, knickt aber instant wieder zu, weil es halt Metall ist, so. Ja. Und mein Finger ist dazwischen. So, und aber abgeknicktes Metall ist richtig schön scharf. Ja, Und ja. so war mein Finger dazwischen und es hat dieser Besen so ein richtig schönes Stückchen vom Finger Oh rausgebissen. nein. So in V-Form. Ja. Das heißt, ne, wenn du dir V vorstellst, da ist dann quasi in der Mitte auch noch so ein Hautlappen gewesen, der so übrig war. Ja. Und links und rechts davon so tiefe Einkerbungen. Und dann habe ich das, ich bin, das hat übelst geblutet, ich bin heim, ja. Ein so ein räudiges Zellstoff drauf, hat alles voll gesipscht, hat hier, da war das erste Mal Ja. unser Dion-Feature, sehr gut. Haben gutes neues Verhältnis mit der Nachbarin, ja. Wir haben uns ausgetauscht über Fleischwunden, es war ganz toll. Lecker. Und dann habe ich den ersten provisorischen Verband drum gemacht, was ein zerschnittenes T-Shirt mit Panzertape war. Und ja, als ich den dann abends wieder abgemacht habe, musste ich das halt wieder aufreißen, weil dieser Hautlappen sich da dran festgeklebt hat. Richtig fucking räudig. Es hat ewig geblutet. Jetzt ist es auf dem Weg der Besserung. War auf jeden Fall ein schönes Erlebnis. Kann ich empfehlen. Es ist draußen passiert, während du wieder deine Skatefläche freikehren Ja, wolltest. Skaten ist Ist verletzend. gefährlich, Ja, ja. sollte man lassen. Na überhaupt. Oder putzen ist gefährlich, weißt du? Das stimmt. Herr Kleine ist schuld. Herr Weil die Klein. ständig diesen komischen Skateplatz bei euch da vom Bauhausmuseum ständig mit Sand, Scheiß Kies, ja. mit Kies voll machen. Herr Kleine habe ich neulich noch gesehen. Da bin ich hinter Munzo so ein paar Stufen gefahren. Und da kam er vorbei, ich habe ihm zugenickt. Und er? Er ist einfach vorbeigegangen. Ich weiß, wenn ich schon so ein respektvolles Nicken ihm entgegenbringe. Ja. Weil ich weiß, das ist Herr Kleine, der wird früher oder später noch unser Gast sein. Ja, ob er will oder Der nicht. sitzt dann hier bei mir im Wohnzimmer. Ja. Das will ich echt sehen, ey. Das wäre schon sehr, sehr gut. Ja. Er mich grüßt immer von sich aus sogar, dass er immer so kurz die Hand hebt so und hallo. Aber das ist wieder so eine Sache. Ich sag dir, ist mir egal, eine Podcast ist ein Nischending und es läuft ja trotzdem auch ganz nice. So, du hast gesagt, als du nach Wohnung gefragt hast, so melden sich gleich ganz viele und so. Und Spotify, SoundCloud und YouTube zusammen, das sind ja auch relativ viele Zuhörer. Aber ganz ehrlich, hätten wir jetzt so eine Reichweite von, was weiß ich, ja, jedes Mal 10.000 Leute, Ja. die zuhören oder so, da kannst du ja aber sicher sein, dass Herr Kleine sich auf diesen scheiß Stuhl hier setzen würde, in diesem kleinen Wer schaut denn bei Ihnen rein, Foyer Alter? Was ein meiner geiles Wohnung. Schwein. Ja, Dankeschön. alles mies, Dankeschön. aber ist egal. Eines Tages. Herr Kleine, was sagen Sie denn dazu? Ich sage Folgendes. Also bin ich ja kleine, aber ihr ganzen Zuhörer da draußen, wir können doch mal eine Aktion starten. Alle schreiben Herrn Kleine auf Instagram und Facebook und E-Mail. Bitte kommen Sie zum Brennpunkt Internet, bewerben Sie sich, denn die Jungs brauchen dringend einen Oberbürgermeister, mit dem sie sprechen wollen. Ja, Herr Ja. Kleine, was sagen Sie dazu? Ich freue mich drauf. Gut, ich freue mich auch drauf, weiter Final Fantasy VII Remake zu spielen. Ich muss es hier noch kurz ein. Es ist ja am Anfang, ist ja immer so ein bisschen in eigener Mission, weißt Ja, du, was hat klar. uns persönlich die Woche beschäftigt? Absolut. Bei dir sind es halt Impfungen und so unwichtige Sachen, bei mir ist Ja. es halt Videospiel. Nee, ich habe das auch im Stream schon angesprochen. Da gibt es eine Person, die Jessie. Die gab es auch damals, das ist ein Remake, ne? 23 Jahre alt oder so, das Spiel. Wahrscheinlich noch älter. Wann kam das? 96? Ich weiß es gerade gar nicht. Egal. Und die Jessie war damals eher noch eine kleinere Rolle. Jetzt wurde die ein bisschen größer gemacht. Und die ist. Auch die Brüste? Nee, das tatsächlich nicht. Tifa hat große Brüste, sie eher nicht, aber ist egal. Die ist auf jeden Fall richtig needy. Ja? Die Ach will so. den D. Ja, die ist cock-hungry. Okay. Ein Maneater. Manche Charaktere sagen auch, das ist nur ein Game für sie. Sie meint das gar nicht ernst und so. Aber worauf ich eigentlich nur hinaus will. Ja, weil Herodes sich so sehr gefreut hat, dass wir das letzte Mal über dicke Menschen geredet haben. Und was darf man noch sagen? Lass da auf jeden Fall heute noch mal eine halbe Stunde drüber quatschen. Das freut Herodes. Ja. Ich will einfach nur sagen, diese Person hätte instant einen Shitstorm hervorgerufen, wenn es ein Mann gewesen wäre und die Hauptfigur eine Frau. Weil es wirklich die ganze Zeit so geht, komm, komm doch heute Nacht mich besuchen. Nee, 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 na dann kriegst du auch XY nicht. Was? Komm, du musst mich besuchen, komm. So, weißt Ja, ich weiß nicht. Also, jeder, der die Serie How I Met Your Mother kennt, weiß du? ja, dass der Barney Stinson ja auch so try-hard Frauen rumkriegen wollte und auch rumbekommen hat.
und der ja auch die übelsten Tricks angewandt hat mit dem Glowcode und so. Und da war es ja umgekehrt sozusagen, dass er auch Frauen... Es war nicht ganz das, also ich kann es gerade vielleicht nicht ganz wiedergeben, aber es ist schon sehr aufdringlich. Ich persönlich sage ja, ist okay, ja. Ich habe auch nichts dagegen, wenn Frauen so auf mich zugehen. Ja. Ja, aber ich weiß, gerade in der Gaming-Industrie, ja, so ein paar Jahre nach Gamergate und so, ganz schwieriges Thema. Und wenn da ein Mann die ganze Zeit halt so, ich müsste die Szene halt raussuchen, so. Aber das ist jetzt auch wieder nicht wert. Die Leute, die es gespielt haben, wissen, es ist schon nicht Barney Stinson-mäßig. Und außerdem ist das da ja auch Comedy. Ja. Und Barney Stinson sind echt gay. Das spielt da, glaube ich, auch ein bisschen rein. Vielleicht. Who knows? Aber das ist schon, das ist mir einfach aufgefallen. Ja. Aber wahrscheinlich ist es mir auch aufgefallen, weil ich irgendwie die ganzen Charaktere alle ein bisschen dümmer finde, als ich die früher wahrgenommen habe. Aber früher waren ja auch einfach nur Text, weißt du, da projizierst du da ja selber was rein. Und ja, auch die Intonation und so. Wie genau. Jetzt ist halt, der Barrett ist irgendwie übelst das Milchmädchen. Oh, jetzt habe ich jetzt auch wieder falsch gesagt. Nee, aber der ist halt, ja, der Milchjunge. Nee, der ist halt die ganze Zeit so, und der Cloud ist die ganze Zeit so, oh ja, ich bin ein cooler Teenager, sprich mich nicht an, ich habe keine Emotionen. Die sind halt alle irgendwie ein bisschen dumm. Ja. Ich weiß nicht. Ich habe auch noch zum Thema Blackface in kurz eine Nachricht bekommen von einem Hörerin. Ich glaub, von einem Hörerin. Nee, Tino, du gehst jetzt. Warte mal, ich überlege. Hörerin sehe ich gerade. Weißt du, wer das ist, zufällig? Nein, aber eine Person, die bei einem Instagram-Post Triggerwarnung davor schreibt. Siehst du? Und ich will jetzt ihren Namen mal nicht nennen, weil ich nicht weiß, ob sie das möchte, aber sie schrub zum Thema Blackfacing. Oma warte. Gerda. Meine persönliche Meinung zu Blackfacing. Ich finde es weniger wichtig, wen man damit nachmacht, als die Intention, die dahinter steht. Wenn man einfach nur diffamieren will, ist das was anderes, als wenn es im Rahmen von Kunst oder Satire gemacht wird. Hashtag meine Meinung, Zwinker. Da stehe ich voll dahinter. War das ein Leserbrief, ja? Kann man sagen. Ein Leserinnenbrief, wenn man möchte, weil es war ja eine Leserin. Ja. Ja. Also gerne mehr. Also ich bekomme ja öfter mal Kommentare zu den Brennpunkten, die ich viel zu selten vorlese. Ja. Mache ich jetzt gerne öfter, also wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt, Kritik, Lob, Mod, Drohungen, schreibt sie gerne Robin oder mir per Instagram oder so und dann können wir auch öfter mal Sachen vorlesen. Hm. Wenn wir schon nicht mal die Möglichkeit haben, dass wir Fanpost bekommen, wie früher, als wir mal bei irgendeiner Radiostation waren, die es nicht mehr gibt. Ich würde an sich einer Sache widersprechen oder also der Argumentation nicht ganz folgen, weil das Blackfacing im Theater früher war ja auch nicht explizit, um die Leute zu diffamieren. Hm. Das war da halt so stereotypisch dargestellt. Ja. Aber es war, glaube ich, nicht die Absicht der Leute, wirklich jetzt Schwarze irgendwie. Ja, das ist ja wie mit Kindern, die als. Aber es hat es trotzdem gemacht. So. Wie jetzt Kinder, die als Indianer verkleidet sind, ja, so als amerikanische Eingeborene und so Ureinwohner. Es ist ja auch nie gemeint gewesen, als sind die dumm oder sind die weniger wert. Es ist eher eine Wertschätzung. Ich verstehe, dass es die Menschen irgendwie stört, ja, die betroffen sind. Aber ich habe es als Kind auch, ich war auch als Kind 2 Jahre Indianer mit so einer rosa Feder. Du warst mal Indianer. Ich war ein schwuler Indianer tatsächlich als Kind. Mhm. Durch Winnie-Touch von der Schule des Manitou wollte ich mal sein. Da hat mein Vater mir dann so eine rosa Feder gekauft und das Indianerkostüm rosa gefärbt. Dann war ich Winnie-Touch. Mhm. Und das war aber nicht kulturelle Aneignung, das war einfach nur Bewunderung vor der Figur. Ja, die kulturelle Aneignung ist ja in dem Film schon passiert. Ja, von mir aus. Aber da gab es ja auch keine Beschwerden. Nee, ach. Ja, also weiß ich nicht. Kenne keine Beschwerden. Ich habe auf jeden Fall jetzt einige Beschwerden gesehen über dieses stereotypisch gay von, wie heißt es, Traumschiff Surprise. Ja, Bully Herbig und so, ja. Er sagt aber selber, dass er auch mit Homosexuellen aus der Szene gesprochen hat und mit Prominenten wie Thomas Hermanns und so. Und die fanden das alle witzig. Und es ist eher. Und diese homosexuellen Figuren in seinen Filmen sind ja immer die sympathischen. Das sind ja nie irgendwie jetzt die Loser, die Verlierer oder die schlimm sind. Es sind ja immer die Gewinner auch in den Filmen. Deswegen ist es eher eine, ja, ich will nicht sagen ein Tribut an die Leute, aber es ist halt schon eher eine Verbeugung als eine Beleidigung. Hm. So sehe ich es ja auch. Ich bin ja auch ein queerer Mensch. Ja, so zur Hälfte. Oh, was heißt zur Hälfte? Ich bin ein queerer Mensch. Und ich finde es bis heute ziemlich witzig, weil es halt einfach nett gemeint war. Und nicht von wegen so, ich will mit jedem Typ schlafen, den ich sehe und so. Das ist halt dann schon ein bisschen übergriffig. Aber diese Bully Herbig-Satirin fand ich immer recht witzig. Hm. Und auch
auch ein bisschen treffend. Also ich kenne ja auch homosexuelle Männer, die auch ähnlich agieren. Also die gibt es ja. Es gibt homosexuelle Männer. Es gibt sie. Und auch diese Femininen, ja. Immer noch. Und es ist ja auch okay, man darf ja sein, was man möchte. Du kannst als homosexueller Mann, kannst du ein Bodybuilder sein, ja, eine tiefe Stimme haben, du kannst Fußballfan sein, du kannst aber genauso gut Handtaschen tragen, dich schminken, einen Rock tragen, es ist völlig egal. Sei einfach, was du sein willst. Schön. Meine Meinung. Meine Meinung. Aber das sieht die katholische Kirche anders. Ja, der Papst hat irgendwie da Scheiße erzählt diese Woche, oder? Oder Nicht nur was? der, die ganze katholische Kirche, also es gab ja Verbände in der katholischen Kirche, die haben gefordert, Was haben die verbunden, die kleinen Kinder, nachdem sie die anal vergewaltigt haben? darum geht es eben nicht, dass sie Ja. erst gefordert haben, dass sie auch homosexuelle Menschen segnen sollen, weil die ja auch Liebe in die Welt tragen und Verantwortung übernehmen voneinander. Und dann haben aber die Oberhäupter gesagt, Ist das die Definition von schwul sein? Dann will ich das ja. auch. Und dann kamen dann die was zu sagen haben in der katholischen Kirche, die haben gesagt, nein, wir segnen keine Homosexuellen. Aber in der Vergangenheit haben sie Fahrräder gesegnet, ja, und irgendwelche Gegenstände. Aber schwule Männer halt wollen sie nicht segnen. Und in der gleichen Woche flogen wieder einige Missbrauchsvorfälle auf. Oh, dein Ellbogen sieht voll schlimm aus. Ja, aber es ist schon besser. Ich bin Alter halt wirklich, Schwede. ich bin gerade rundum geschädigt. Ich bin Ja. hier halt blau, aber es ist schon besser. Ich habe hier ein Stück Finger verloren. Hier habe ich mir gestern auf den Finger draufgehauen. Da ist jetzt so eine schwarze Blutblase. Oh. Super geil. Ja. Narben sind sexy. Ja, du wolltest gerade die katholische Kirche zerstören. Das macht sie schon selbst. Ja. Also es gibt ja auch große Vertreter in der Kirche, die selber sagen, Leute, uns rennen die Leute davon, ja, weil wir so intolerant sind und nicht mit der Zeit gehen. Lasst uns endlich anfangen, Homosexuelle zu würdigen und zu segnen. Aber das sieht der Papst ein bisschen anders. Und auch die anderen, die halt was zu sagen haben in der Kirche. Leute, uns rennen die Leute davon. Ja. Ja, witzig. Ist das dieses Zielgruppen erweitern, ja? Hey, die ganzen Cleveren verlassen uns jetzt. Oh, warte mal, wenn ich den Satz so ausspreche, dann klingt das falsch. Lass mal die Schwulen ansprechen. So meinte ich das nicht. Ja. Ja, aber weißt du, du musst halt deine Zielgruppe erweitern. Aber Religion ist eh dumm. Aber ich will auch kein allgemeines Religionsbashing machen. Ich wollte eigentlich nur unelegant überleiten zum nächsten Thema. Mach gerne, mach gerne. Wusstest du? Oder warte, wir machen wieder ein tolles Quiz draus. Wir sind nämlich so Nice. eine interaktive, tolle Sendung. Kennst du eine Burka? Ja. Weißt du? Ich kenne Bad Burka. Das ist hier um die Ecke, das ist ein gutes Bad. Mein Plan, wir hatten vor einigen Jahren eine Sitzung zur Landtagswahl in Thüringen und wollten so ein paar Themen aufgreifen. Mein Vorschlag war es, Bad Berka in Bad Burka umzubenennen. Burkapflicht für Bad Berkhanisen. Ist aber Schön. abgelehnt worden. Great minds think, nur die Wurst hat zwei. So geht dieses Sprichwort. Ach so. Nein, die Burka. Ja. Es gibt ja einen Unterschied zwischen Burka und Niqab und wie das alles Genau. heißt. Die Burka ist wirklich das, wo so ganz, ganz dünne Augenschlitze nur sind und da so ein Netz davor ist, dass du eigentlich die Augen auch nicht siehst, aber dass Ja. du noch rausgucken kannst. Also wirklich so ein wandelnder Teppich im Grunde. Kann man sagen, So. optisch, ja. Was meinst du, in wie vielen Ländern die Burka bereits verboten ist? Also in der Schweiz zumindest, das weiß ich, die haben es jetzt durchgedrückt, glaube ich. Obwohl da nur 60 Menschen existieren, die eine Burka tragen. Ich schätze mal so. Ach, ist echt schwer zu sagen. Vielleicht nur einer, nur eins. Es Schweiz. sind jetzt 19, Okay. denn Sri Lanka hat sich da eingereiht und da sind auf jeden Fall Dinger dabei, das ist zum Beispiel Österreich, Dänemark, Frankreich, Belgien, Luxemburg, also hier wirklich, Ach, ja, Österreich, stimmt, die hatten das auch, das ja. kulturelle Zentrum Europas, ja. Ja gut, Latvia, die Niederlande zum Beispiel noch, Kongo, irgendwie völlig random dabei. Und ja, teilweise in China. Also zum Beispiel, was du auch gesagt hast, in Dänemark war das ähnlich. Die haben ganz lange darüber diskutiert, Burka ja, nein. Dann haben sie Ja. sich für nein entschieden. Und dann stellte sich raus, dass es 8 Leute gibt in ganz Dänemark, Ja. die da überhaupt in Frage kommen. Jetzt hat sich Sri Lanka eingereiht, aber wahrscheinlich aus anderen Gründen. Also ja, Dänemark ist jetzt auch nicht ganz so ausländerfreundlich. Aber Sri Lanka ist echt so. So wie ich das verstanden habe, so ein kleines bisschen, wie sagt man,
Also auch auf jeden Fall, Scheiße. ja, scheiße, auch auf jeden Fall religiös geprägt, und die wollen wirklich, da geht es nicht darum, die arme Frau, die da unterdrückt wird oder sowas, sondern wirklich, ja, also Ja, Islam Anti-Muslim, findet ja, man nicht so geil. genau. So, da haben sie zum Beispiel auch, ich glaube, im Islam wird begraben normalerweise, und aber jetzt wegen Corona mussten ganz viele verbrannt werden, obwohl das gar nicht nötig gewesen wäre und so. Also ist jetzt nicht das Allergeilste. Wie stehst du denn dazu? Zur Burka. Ja. Ich habe keine. Du hast Ich habe keine. keine Burka und auch keine Niqab. Es ist mir eigentlich egal, ich weiß nicht. Also es betrifft so wenige Menschen, dass es mich nie gejuckt hat. So, ich habe ja auch, wenn ich jetzt in Berlin war oder in großen Städten und da waren Frauen vor mir, die irgendwie verschleiert waren, dachte ich mir auch nur, ja, die wird jetzt ihre Zahnpasta bezahlen und kaufen und geht wieder so. Ich weiß nicht, woher die Angst kommt. Ich bin selber auf dem Dorf groß geworden. Wir hatten weder Homosexuelle noch hatten wir Muslime. Warst du nicht der einzige Schwule in der Stadt? Einzige Schwule im Dorf. Ja. Ich weiß nicht. Also der Einzige, den ich kenne, der Einzige, der auch Interesse an Männern hat, ja, glaub schon. Also offen, ich war ja offen damit, der Einzige auf dem Dorf zumindest, der beides gut findet. Ja, aber ich war ja durchs Internet ein bisschen geprägt und dachte, ich weiß, dass halt woanders Menschen rumlaufen, die muslimisch sind, die verschleiert sind. Und meine Eltern waren ja auch immer sehr offen, was das angeht. Und hatten auch immer Freunde, die muslimisch waren und die alles Mögliche gewesen sind. Mich persönlich stört es nicht. Also es ist mir einfach egal. Ich verstehe den Ansatz zu sagen, es werden im Islam Frauen unterdrückt und viele werden auch gezwungen, es zu tragen. Ja, das ist halt die Frage, ne? Ob die Aber es das gibt ja eben wirklich. auch Menschen, die machen das, also Frauen, die machen das freiwillig. Das gibt es ja eben auch. Und die sagen, das ist ihre Kultur, ihre Identität. Oder hier auch Maggie hinter dir hat ja auch. Ist auch voll Das ist für verschleiert Game hier of Thrones gewesen. auf dem, egal wofür es ist. Wenn es die Menschen freiwillig machen, sollen sie sich anziehen, wie sie wollen. Ob sie jetzt einfach im Minirock rumlaufen oder ob sie jetzt eine Burka tragen, ist mir persönlich völlig egal. Ich würde gegen ein Verbot stimmen des Ganzen. Ich würde viel mehr investieren in Aufklärung und in darüber, dass Menschen halt frei entscheiden können. Auch im Islam, dass man auch in den Integrationskursen, dass man da auch vermittelt, Leute, macht, was ihr wollt und zwingt niemanden irgendwas auf. Ihr könnt gerne euren Islam ausleben, wie auch euren Christentum und euer Judentum und Atheismus. Aber zwingt es doch keinem auf. Ich habe infolge dieser Nachricht überlegt, wo sind denn Parallelen? Was zum Beispiel, was ist der Sprengstoffgürtel des Christentums? Der Penis, der in den Kindern steckt. Ja? Aber ja, das hat nicht das Gleiche. Also ich habe halt wirklich überlegt, gibt es quasi im Judentum, im Christentum, gibt es da auch so Sachen, die eventuell aufgezwungen werden vom Ehemann oder von wem auch immer, die Ja. man vielleicht nicht freiwillig macht, und was wäre das? Also beim Judentum zum Beispiel ist mir direkt die Beschneidung eingefallen, wo Stimmt. die armen kleinen Kinder nicht gefragt werden, ey, willst du deine Pelle behalten oder nicht? Ja, stimmt. So. Stimmt. Beim Christentum weiß ich nicht so ganz, bin ich aber auch nicht ganz so drin. Ja, doch, also je nach Ausprägung, ob es jetzt evangelisch ist, katholisch oder Jehovas Zeugen, das ist ja auch christlich. Und gerade bei den Jehovas Zeugen, da ist es, geht es ja sehr streng zu. Da darfst du ja nicht mal Kontakt haben zu Leuten, die nicht den Glauben haben. Da darfst du keinen Sex vor der Ehe haben und musst missionieren. Moment. Wie funktioniert Missionieren, wenn du keinen Kontakt haben darfst zu Ungläubigen? Dann darfst du es. Es Dumm. gibt Ausnahmen, wie Arbeitskollegen und Schulkollegen, mit denen darfst du reden, aber nur während der Arbeits- und Schulzeit. Du darfst aber keinen treffen in der Freizeit, der nicht Zeuge ist. Das sind, also Zeugen Jehovas, kann ich das richtig einordnen, wenn das so die. Das ist die Religion, wenn du wirklich zu viel Freiheiten und Bock hast im Leben und du denkst, das ist das Leben auf Easy Mode. Ich mach's irgendwie ein bisschen härter, damit ich schwerer an Spaß und Freude Nee, komme. die machen es eigentlich sehr einfach, weil die verbieten ja alles und grenzen die Möglichkeiten ein. Und Dumm. man kann sagen, die leben den, nicht den Islam, das Christentum eins zu eins aus. Also die lesen die Bibel und glauben dabei jedes Wort. Kurz gesagt, jetzt ich als Religionslaie habe das so verstanden, dass die eins zu eins an die Bibel glauben und Leuten alles aufzwingen. Was Unsinn ist, weil ja auch in der Bibel steht, dass Frauen dürfen irgendwie oder Menschen dürfen nur Klamotten eines Stoffs tragen. Das heißt, Jeanshose und Wollkragenpulli geht eigentlich gar nicht zum Beispiel. Oder Männer dürfen sich nicht rasieren und so. Das gibt es ja auch in den Alten Testamenten. Das leben die auch nicht aus. Das heißt, sie zeigen auf Homosexuelle und begründen das mit der Bibel. Aber
selber leben die nur einen Prozent aus von dem, was in der Bibel steht. Das ist ja fast so, als leben die nur das aus, was denen selbst in den Kram passt. Aber das ist ein ganz übler Verdacht. Tino, bash du mal noch eine Minute Christentum? Ja. Ich guck mal nach der Zeit, wann wir nämlich angefangen haben. Das weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Ich lebe nach der Fasson zu sagen, wenn du sagst, ich mach das nicht, weil es in dem Buch steht, go for it. Aber wenn es heißt, du darfst das nicht tun, weil das in meinem Buch steht, dann kriegst du von mir eine geflankt. Aha. Im übertragenen Sinne. Okay. Und dann gehe ich nach Hause. Dann gehe ich nach Und Hause. Dann sag gehe ich dann, nicht mehr. ficken Sie sich doch selbst ins Knie. Na gut. Das ist meins. Aber ich, wie gesagt, Menschen lebt, wie ihr wollt, tragt eine Burka, tragt, weiß nicht, tragt eine Hose auf dem Kopf oder Nudelsieb auf dem Kopf, ist mir egal, aber zwingt es keinem auf. Deswegen bin ich gegen ein Burka-Verbot. Was sagst du? Ich bin da noch echt unschlüssig, muss ich sagen. Das Toll. ist, wenn du einmal anfängst, geht es halt vielleicht immer weiter. Deswegen finde ich es nicht gut. Ich finde generell schon, ne, möglichst frei so gut. Wie gesagt, ich stehe da zu wenig drin. Wenn wirklich keine dieser Frauen freiwillig das Ding trägt, würde ich schon das akzeptieren können, dass man das verbietet. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass man das gerne freiwillig trägt. Außer wenn man halt wirklich, und da kommt es halt wieder, indoktriniert ist. Und das ist auch egal, ob das Islam ist oder sonst was. Ich finde es halt einfach dumm. Man sollte. Religionsunterricht, verpiss dich, Alter. Man sollte wirklich unfertige Gehirne nicht mit dieser Scheiße Ja. konfrontieren. Ich fände es gut, wenn irgendwie Volljährige, 18-Jährige oder noch älter, die dürfen sich gerne mal in die Bibel reinlesen und dann drüber nachdenken. Aber die Armwänster direkt von klein auf mit irgendeiner Scheiße voll zu labern, finde ich schwierig. Aber das kannst du natürlich gleich auf alles übertragen. So jeder Wert, der irgendwie von den Eltern vermittelt wird, kannst du natürlich sagen, ist irgendwie Bullshit. Wenn dein Vater dir immer erzählt, yo, hier, die, guck mal, der ist schwarz, der ist nichts wert oder so. Ist ja, ja, so, also irgendwie. Aber wir müssen doch nicht hier irgendwie Geschichten aus dem Tausendmorgenland Ja. in die Kinderschädel reinhämmern. Und dazu gesagt ist, dass es, soweit ich weiß, habe ich mir von Muslimen sagen lassen, gibt es im Islam keine Burka-Pflicht. Das wird nur in muslimischen Ländern so aufgezwungen. Also es ist eher was Staatliches, was Gesetzliches, aber nichts, was im Koran stehen soll. Ist meine Information. Und dann ist es ja erst recht sinnlos, dass Menschen in Deutschland Burka tragen, weil es hier das Gesetz gar nicht gibt und du ja das nicht dem Islam wegen machen musst. Also ich glaube, tatsächlich gibt es sowas wie Kopftücher tragen. Glaube ich zumindest, dass Frauen sich so verstecken sollen ein bisschen. Ich habe zu wenig Ahnung vom Islam. Ich weiß es nicht. Aber ich habe gehört, hab mir erzählen lassen, dass es gar nicht muslimisch geprägt ist, unbedingt eine Burka zu tragen. Nun, kommen wir zu deinem latenten Moslem-Hass, Hey. zu Asia-Hass. Wieso latent? Stimmt, du bist ja schon full blown. Nee, die Atlanta 8 nenne ich das mal. Nee, ich habe es mir nur so aufgeschrieben, um es ist echt ungeil schon wieder. Aber das ist eine Sache, die überhaupt nicht thematisiert wurde in deutschen Medien wahrscheinlich. In Amerika hat das große Wellen geschlagen. Erstaunlicherweise muss ich sagen, weil normalerweise ist es eher unterm Radar. 8 Leute wurden mal wieder getötet. Es wurde mal wieder Zeit. Also, Ach stimmt, es war mal ja, wieder Zeit. habe ich So. gelesen. 8 Leute und ich glaube 6 davon asiatisch oder mittlerweile alle. Ich weiß es nicht genau. Erstens alle asiatischer, ja. Ja, weißt du, weil wenn die sterben, dann gehen die Augen so ganz langsam Eieiei. zu. Und ach, kalt die Ei, ei. Schnauze. Nein, also, irgend so ein Assi, der natürlich irgendwie meinte, nee, das war überhaupt nicht rassistisch motiviert, hat ausgerechnet asiatische Leute umgebracht. Und ich weiß nicht, auf der einen Seite denke ich mir, okay, in Amerika wird ja eh jeden Tag so ein Massaker gemacht, auf der anderen Seite Aber nicht gegen Asiaten. gibt es auch da. Also, das, für mich, das war ein richtiger Schock. Ich hatte ja mal da diese nette Freundschaft plus. Ja. Die zufällig asiatisch waren. Und für mich war das irgendwie so, also in Deutschland, ja, in Amerika kann ich das schon eher nachvollziehen, obwohl ich auch weniger finde. Aber in Deutschland war für mich die Wahrnehmung, dass Asiaten
voll in Ordnung sind. So. Ach. Ja. Nee, also pass auf, vor 10, 15 Jahren hatten wir krasses Feindbild gegen Türken. Ja. Irgendwie so. Hast du ja gespürt irgendwie so in der Gesellschaft insgesamt. Ja, gab es ja auch so Songs von gewissen Bands, so Türken raus, ja. Daran kann man ja erkennen, dass es einen latenten Ausländerhass, einen Türkenhass gibt, gab. So, und ja. Dann hat sich das jetzt ein bisschen geschiftet zu die Nordafrikaner und die Syrer und so, die haben das so ein bisschen ersetzt. Aber für mich war das Gefühl, dass so dieses Asiaten-Ding, das ist längst irgendwie, die sind hier, die machen uns schöne Nudeln. die sind angekommen. Die sind einfach angekommen so. Ja. Aber tatsächlich hat sie mir dann erzählt, dass sie wirklich fast täglich irgendwie, wenn es auch nur mal Kinder waren oder so, aber dass sie irgendwelche Ying Xing Chang Chong oder sowas, was halt total dumm ist. Also weißt du, wenn du irgendwie sagst, ey, also ich kann es eher verstehen, wenn du sagst, verpiss dich, Asiat, wenn du das sagen würdest, als irgendwie dich auf der Straße hinstellen und Ching Shang Chong Leuten hinterherrufen. Mhm. Das ist so dumm, dass, keine Ahnung. So, und das hat mich echt schockiert, dass das so ist. Ja, ist auch mein Gefühl, dass das asiatische Menschen eher auch von Rassisten akzeptiert werden in Deutschland, weil die ja arbeiten und nützlich sind, weißt du, in Anführungsstrichen, so wird ja immer so behauptet. Mhm. Aber ja, auch ich kenne von Freundschaften und auch Freundschaften plus Leuten, die asiatisch sind, die mir erzählt haben, dass auch sie Rassismus gespürt haben. So Worte wie Schlitzauge und so haben die auch ständig gehört und gerade auch zur Schulzeit. Und ich hatte mal ein Erlebnis an der Uni, dass ich an der Bushaltestelle stand und hatte neben mir so eine Gruppe von asiatischen Mädchen, die halt so sich unterhalten haben normal. Da fuhren zwei Glatzkopf-Nordhäuser rum. Edelgermanen. Genau, Schrumpfgermanen. Und hat einen dann so gebrüllt, die Kanaken werden ja auch immer mehr hier in Nordhausen. Seit so. Wann sind denn Asiaten Kanaken? Weiß ich nicht. Ich dachte, Kanaken ist auch eher so Richtung... Ich weiß, ja, sag denen das, nicht mir. Mittlerer Osten. Und hat ihm auf die gezeigt, weil es war nur ich und die drei Asiatinnen. Und die werden ja nicht mich gemeint haben. Doch. Der einzige Kanake im Dorf, Tino. Und ja, also es gibt es offenbar schon. Und auch, was man viel gelesen hat, seitdem Corona ein Thema ist, werden auch Menschen, die chinesisch aussehen, gemieden. Aus Angst, die könnten das mitgebracht haben. Was ja Unsinn ist. Ja, mittlerweile ist es richtig Quatsch. Da kommen wir vielleicht ja, auch gleich klar. noch zu, dass ja in Europa der Hotspot Ischgl war. Dass du das vielleicht auch mitbekommen hast. Aber das ist ja Quatsch. Ja. So, und was wollte ich noch sagen? Also ja, für mich, gerade meine Oma zum Beispiel. Meine Oma sagt, wenn sie am Wochenende auf einen gewissen Markt geht, ja, ich weiß. Ich gehe beide Fidschis. Ja. Aber, also das sagt sie halt und das hat sie drin so, aber ich weiß halt, dass sie diese Menschen nicht irgendwie weniger wert empfindet. Ja. Da bin ich halt ziemlich sicher. Es ist halt einfach so, dieses Ding war mir geläufig, aber dass Leute halt irgendwie Xing Chang Chong oder so auf der Straße rufen, vielleicht hat die sich auch geirrt, weil die noch nicht so gut Deutsch konnte. Vielleicht haben die Schnick, Schnack, Schnuck spielen wollen. Ja, wahrscheinlich. Das war ein Missverständnis. Ja. Ja, das F-Wort, ja, das kenne ich auch aus meinem Dorf noch. Das ist halt, glaube ich, bei den älteren Leuten echt gang und gäbe. Ich habe meine Oma noch nie was anderes hören. Mhm. Also die Asiaten, dieses Wort kommt für sie, glaube ich, überhaupt nicht vor. Ja. Was Asiaten kenne ich nicht? Assis? Ja. Ja, und diese News wollte ich aber eigentlich nur mit reinnehmen, um dann weiterzuleiten um eine related Sache. Nämlich gab es einen Typen, der vielleicht davon inspiriert wurde oder insgesamt war es vielleicht auch nur die Medienaufmerksamkeit darauf, weil halt gerade dieses Attentat in Atlanta wieder war. Mhm. Der hat eine asiatische Oma verprügelt, also ihr ins Gesicht geschlagen, sie hat ein blaues Auge und sie aber hat ihn übelst zugerichtet mit so einem kleinen Stück Holz, hat ihn übelst hart verwamst. Geil. Also Notwehr, ja, Leute. Und dann gibt es halt so ein richtig geiles Video, Alter, ich habe mich so bepisst, wie du halt die Oma siehst, die so einfach nur so ein ganz leichtes blaues Auge hat. Sieht natürlich nicht gesund aus, aber geht schlimmer, so sag ich mal. Und die hat immer noch diesen Knüppel in der Hand und die schreit halt irgendwie, chinesisch glaube ich, ja, hier, da hat mich, und zeigt so wild rum. Mhm. Und dann schwenkt die Kamera, das ist wirklich perfektes Comedic Timing, schwenkt die Kamera so rüber und der Typ liegt auf einer Bahre und hat die Finger ganz krumm, Alter, versucht noch so einen Stinkefinger zu zeigen und kriegt aber den Finger nicht gerade, weil der so zugerichtet ist. Oh Gott, ey, es ist armselig. Fand ich richtig gut, ey. Stell dir mal vor, er so eine Oma ausrauben will, verprügeln will, und dann holt sie so einen Kung-Fu-Film irgendwie so, haja, verprügelt ihn übelst. Richtig also, gut. Also, mein Respekt an die asiatische Oma. Power to you. Ja. Mit so kleinen Holzknüppel.
Sehr gut. South Park war diese Woche auch noch, das wollte ich zumindest ansprechen. South Park Vaccination Special gibt es jetzt endlich auf Deutsch, also beziehungsweise im deutschen Raum. Ich gucke es natürlich auf Englisch, weil ich immer. Ich finde South Park auf Deutsch gut synchronisiert. Ich schaue es gerne auf Deutsch tatsächlich. Ich finde es auch gut synchronisiert, aber manchmal gehen halt Gags unter in Übersetzungen. Das finde ich immer nicht so geil. Ja. Ich finde im Englischen das ein bisschen schade. Das machen ja irgendwie zwei Synchronsprecher. Also die Leute, die das machen, sind ja fast alle Figuren in der Serie. Und das merkst du halt schon. Und das hast du im Deutschen nicht. Aber sonst finde ich es schon gut auch. Ist bei Family Guy ja ähnlich, nur dass der Seth MacFarlane auch fast alle Figuren spricht und Ja. singt. Brian, Peter und Stewie. Und das sind ja auch im Deutschen verschiedene Leute, die das machen. Ja. Ja, das gibt also ein großes Vaccination-Special, das zweite Pandemie-Special sozusagen. 45 Minuten kann ich sehr empfehlen. Lange nicht mehr gesehen tatsächlich. Dann schau mal rein. Wer auch jemand lange nicht mehr sehen wird, ist von Gewitter im Kopf. Oha. Jan. Da gab es einen riesigen Shitstorm. Echt? Uiuiui. Gab es da Aber heftig, mein Freund, heftig. Gewitter? Shit-Gewitter? Ein Shitgewitter. Weil es gab ein Video, Mhm. in dem der, nicht, wie heißt denn der Ist Jan andere? der Betroffene oder der andere? Nee, Tim, der nicht Tourette hat. Mhm. Heißt der Tim? Ich weiß es gerade Keine nicht. Ahnung. Ich hab's vergessen. Jedenfalls gibt es ein Video, also ein Thumbnail, wie er ganz ernst guckt, ganz traurig und dann irgendwie sowas wie Ruhe in Frieden. Oha. Und alle dachten, oh mein Gott, Jan ist tot. Dachten ganz viele. Und dann redet der um heißen Brei rum, der andere, und meint dann, dass sein Opa gestorben ist. Und dann gab es ganz viele, die in die Kommentare geschrieben haben, irgendwie, ja, du Arsch, du machst hier Clickbaiting und machst uns zu glauben, dass irgendwie Jan gestorben sei und so. Und dann hat sich dann der entschuldigt, der Tim, glaube ich. Ist das dann dieses, es tut mir leid? Genau, es tut mir Und das leid. andere ist wahrscheinlich schon gelöscht, weil Ich das sehe ich gehe nicht. davon aus, ja. Aber das sind jetzt die Daumen ganz, also alle Daumen nach unten zur Hälfte, guck mal. Ja, 50-50 Verhältnis. Wenn der Und Promo-Move besser durchdacht ist als der Studienplan an meiner Uni. ja. Und das war schon ziemlich heftig. Also, dass die mal abrutschen in diese Richtung und der ja auch letztendlich den Jan nach unten zieht, weil da kann er dafür gar nichts irgendwie. Und ich muss sagen, Aber er ist jetzt der, der nicht Tourette hat. genau. Was hat denn der überhaupt da hier vor der Kamera zu suchen? Naja, die sind ja beste Freunde, die beiden. Und kamen zusammen auf die Idee, Videos zu machen zum Thema, wie reagiert man mit Tourette auf die Situation. Ja. Und es wäre ja alleine auch langweilig, wenn der eine nur davor stehen würde. Ich glaube, Dion ist gerade explodiert oder so. Das ist okay. Den können wir nachher wegwischen. Und es ist wirklich eine Promo-Aktion scheinbar. Naja, also nicht wirklich. Also es war Clickbaiting letztendlich, weißt du? Es wird ihm zumindest vorgeworfen. Aber hier steht halt Promo-Move und hier starke Kritik, die Crew. Vielleicht steht da doch noch irgendwas dahinter, ich weiß es nicht. Weil es eben Klicks bringt, wenn du halt irgendwie schreibst, Ruhe in Frieden und alle glauben, dass da jemand gestorben ist und man denkt, oh Gott, es muss halt Jan sein, weil der andere ja nur im Bild war alleine, Ja. weißt du, und traurig guckte. Das war schon ziemlich heftig und wird ihm gerade sehr negativ ausgelegt. Ja, zu Recht, zu Recht. Für mich ist die Geschichte eh gegessen, also ich bin jetzt kein, also ich gucke die nicht mehr so aktiv, weil du hast in den ersten 100 Videos schon gesehen, was Tourette alles macht, so und. Ach, der macht Schimpfwörter. Ja, und Ah. es ist für mich nicht mehr so aufregend neu. Klar, du kannst dich noch so ein bisschen ergötzen an den Beleidigungen, die er macht und so, aber jetzt kommen nur noch Challenges und irgendwelche Quizzes und es ist für mich nicht mehr so relevant und unterhaltsam. Ich gönne den beiden jeden Erfolg prinzipiell. Ja, die machen ja echt so eigentlich Content, der keinem wehtut und der auf keinen abzielt, so nur auf sich selbst. Aber jetzt mit der Aktion, glaube ich, haben sie viele Sympathien verloren. Zumindest der eine. Tim bestimmt heißt er. Oha. Tim und Jan? Da hätte da Tim und Strubi hätten einfach nur sagen müssen, ey, das ist hier, das Video ist aus Versehen passiert. Der hat im Tourette-Wahn, hat er hier ein, Ah. zwei Aufnahmen gemacht und dann Ja. aus Versehen Ist hochgeladen. mausgerutscht Ich glaube, und. so hätte man es noch richtig elegant lösen können. Ja, geil, dass du am Zahn der Zeit bist mit diesen Einmal. YouTube-News. Das ist völlig an mir Einmal. vorbeigegangen. Ja, Weißt du? an mir auch ein bisschen. Ich habe es mir auch von meiner Freundin erzählen lassen auf dem Weg hierher. Ich bin auch nicht so in diesem YouTube-Game drin. Ich habe gerade andere Sorgen in meinem Leben. Aber es ist mal schön, auch mal YouTube-News zu haben, die ein bisschen Pipi-Kaka sind und kindergartenmäßig. Was nicht Pipi Kaka und Kindergarten ist, ist das neue Gesetz in England. Und zwar
Boris Johnson möchte, dass Proteste die Annoyance machen, also so die eine Störung, ja. Die einfach ein bisschen nervig sind. Die sollen in der Zukunft illegal sein und mit Gefängnis bis zu 10 Jahren bestraft werden. Das finde ich ja ganz gefährlich. Das ist auch ganz gefährlich. Ich kann wie immer, ganz besonders wenn es um England, Großbritannien geht, Jonathan Pye empfehlen, habe ich dir auch schon empfohlen. Da hat er auch ein sehr gutes Video drüber gemacht. Das Recht haben zu protestieren und das Recht haben zu offenden. Also weil in diesem Bill, in diesem Gesetzesentwurf steht halt auch drin, wenn du etwas tust, was einen Polizisten irgendwie offendet, ist halt nicht gut. So. Der arme Polizist. Das heißt, sagen wir, der Bulle ist homophob und du trägst ein Regenbogen-T-Shirt und er findet das offending. Unangenehm. Dann 10 Jahre Knast. Dann Knast. Umerziehungslager. Ja. Geht für mich in eine schwierige Richtung, weil die müssen ja festlegen, was Annoying ist. Also eigentlich sind ja Gesetze dazu da, um... alles übelster Scheiß. Also ein Protest soll ja stören. Ja, genau. So, das ist. Oder eigentlich müssen ja auch Gesetze sachlich sein und müssen im besten Fall objektiv geurteilt werden können. Wie Mord ist Mord zum Beispiel. Wenn du jemanden tötest, ist es halt Mord. So. Aber zu sagen, jemand, der nervt, muss ins Gefängnis. Wer entscheidet denn das? Wenn der Richter irgendwie ein Arschloch ist und alles nervig findet... Da kannst du auch ins Gefängnis kommen für High-Waist-Hosen zum Beispiel, weißt du? Weil die High-Waist-Hosen nerven. Das fände ich wiederum gerecht. Siehst du, ich nicht zum Beispiel. Schade. Oder alle anderen Menschen auf der Welt, die High-Waist-Hosen gut finden. Ja, also das auf jeden Fall höchst, höchst kritisch. Ich hoffe, da gibt es einen ordentlichen neuen Protest dagegen. Das wird nicht durchgesetzt werden, kann ich mir nicht vorstellen. Es war bis jetzt nur ein Entwurf, oder? Und keine Verabschiedung. Ich glaube, es ist noch nicht... rechtskräftig, aber es ist schon in den finalen Stages. Das ist voll diktatorisch, wenn du mich fragst. Ja. Das will ich nicht in meinem Land haben. Ich mag dich nicht. Ja, wo wir aber von dummen Ländern und dummen Entscheidungen sprechen. Also, wir haben hier für mich die Nachricht der Woche. In Kalifornien dürfen nämlich alsbaldig die Parks wieder eröffnen. Die Freizeitparks. Ach so. So. Und es ist super geil, aber es heißt, bitte nicht auf den Achterbahnen schreien. Ah, ja. Weil dann verbreitet sich ja Corona. Mhm. Das heißt, du kannst da lustiges Techtelmechtel und Anfassen machen, aber auf den Achterbahnen ist es verboten zu schreien. Kriegen die dann so Knebel in den Mund gelegt vielleicht? Ich weiß es nicht. Es ist einfach nur dumm. Das sind die neuen Guidelines in Kalifornien. Da machen wir auch demnächst wieder Konzerte, aber man darf nicht mitsingen. Ja, auch die Leute auf der Bühne dürfen nicht singen. Genau, keiner eigentlich. Ja. Alle summen nur. Auch Zahnärzte dürfen wieder besucht werden, aber mit geschlossenem Mund. Ja, da muss man halt dann durch den Kiefer rein. Ja, ja. Ins Kino gehen, aber Augen zu halten. Ja. Und Ohren zu. Du kannst dich auch durch Augen mit Tröpfcheninfektionen anstecken. Ja, also eben. Mach die Augen zu. Und Freudenhäuser, Puffs, mach auch wieder auf, aber kein Sex. Naja, wie ist denn das? Ein Kondom ist doch, weißt du, Ganzkörperkondom. Na, wenn du ein... Oder doppelt, du machst ein Kondom, aber die Frau steckt sich auch noch ein Kondom rein, quasi. Du brauchst einen 1,60-Penis, damit du auch Abstand halten kannst, 1,50, weißt du? Stimmt, ja. Das ist der Weg. Die letzten 10 cm können dann quasi just Tip. In den Menschen, der sich prostituiert, eingeführt werden. Okay. Ja, geil. Bist du ein Fan von Freizeitparks? Nein. Bist du also, jemand? Weiß ich nicht. Achterbahn ist schon ganz okay. Hype mich jetzt nicht so sehr wie Skateboardfahren zum Beispiel. Mhm. Ich weiß nicht, dieses Gefühl von, du sitzt da in der Karre und die wird irgendwo lang gefahren, das ist irgendwie, ja, geht so. Dann eher noch Go-Kart fahren fand ich ganz witzig, weil du das auch selber in der Hand hast und das ist ein ähnliches Gefühl, weil du halt so ein kleines Ding hast, was sich relativ schnell bewegt im Verhältnis zur Größe halt. Aber ja, so lang. Es ist okay. Was halt für mich gar nicht geht, sind solche Dinger, die sich die ganze Zeit drehen, da habe ich harte Probleme mit. Ja, das wird immer schlecht. Ja. Keine Freude. Da hast du ja diese Dinger, die sich drehen und dann die einzelnen Tassen oder was da drauf drehen sich nochmal.
Wer sich das überlegt hat, ist völlig degeneriert. Oder diese Freefall Tower, weißt du? Mhm. Wo du so fallen gelassen wirst. Auf so einem war ich noch nicht. Also das kann sein, ich auch nicht bisher. Es kann sein, dass mir das was gibt. Wir sollten mal einen Brennpunkt aufnehmen in einem Freizeitpark. Ja, in so einem Tower. Eine ja. Stunde lang einfach nur. Immer wieder hoch und runter. Und dann irgendwie die nächste News. Wäre witzig, ich würde es machen. Doch, ja. Und dann auch dementsprechend mich erbrechen. 200. Folge, super special. Dann endlich mal auf. Ach, 200, hoffentlich, ja. Alles vorbei hier mit der Scheiße. Wenn ich geimpft bin, gehe ich überall hin. Dann kriege ich auch so einen coolen Pass bestimmt dann. Mit dem Pass darf ich überall durch. Ja, reibst mir noch rein, weißt du. Das ist dann hier, ich krieg dann hier so ein Stern irgendwo hin. Nee, ich glaube, die dürfen erst. Zwei Klassengesellschaft. Vergünstigung. Nein, die dürfen erst sowas machen, so einen Impfpass. Wenn alle die, wenn Chance, alle die hatten. Chance hatten. Ja. Glaube ich zumindest. Ja, aber trotzdem, ich bin halt Stufe 4, wurde mir gesagt. Stufe 4. Was ist das? Nichts. Apropos Stufen. Ja. Das Video der Woche für mich ist Joe Biden, wie eine Treppe fast runterfällt. Echt? Auch ja. Jetzt schon wieder passiert? Ja, muss man mal YouTube. Was ist denn mit den Präsidenten los, dass die nicht laufen können? Es gibt ein tolles Video von Joe Biden, wie er in die Air Force One einsteigen will. Macht erst so Salut zu dem Menschen, der da steht. Geht die Treppe hoch, stolpert, richtet sich auf, stolpert nochmal. Ich sehe es schon ja. Am Thumbnail. Ei. Ja, es ist großartig. Oh, das ist ja auch völlig an mir vorbeigegangen. Stolperer, eins und nochmal. Und fällt richtig krass hin. Klopft sich das Knie ab, läuft wieder hoch, wie so, weiß nicht, so eine Bulli-Herbig-Parodie. Und das wird jetzt, und jetzt winkt er, oder? Und macht Salut. Ach, Salut. Das Video der Woche. Oh. Also Joe Biden, wie heißt das? Joe Biden. Falls on Air Force One Stairs. Mein Video der Woche. Alter. Weißt du, das finde ich besser als einen Trump, der wieder irgendwie den Weltkrieg anzettelt und der provoziert und diskriminiert und irgendwelche Kirchenvorplätze leer knüppelt, damit er da ein Foto machen kann mit der Bibel falsch rum in der Hand. Das lieber einen alten, lustigen Mann dahinfällt und Slapstick-Comedy ausübt. Ich muss aber sagen, also ich weiß es jetzt noch nicht, aber ich vermute, dass das vielleicht weniger auf dem Radar sein wird, wenn das Trump passiert wäre. Das wäre eine Woche lang durch die Medien gepeitscht und alle, hahaha, guckt mal, der dumme Trump. Glaube ich und nicht. Ich glaube, hier wird es ein bisschen weniger behandelt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass CNN mehr als einen Beitrag dazu macht, aber. Der wäre wahrscheinlich am nächsten Tag dann noch eine Treppe runtergefallen, um das wieder zu toppen und um noch mehr Schlagzeilen zu machen. Also Trump hätte das wieder neu getoppt. Ich muss aber sagen, ich habe es mir jetzt dreimal angeguckt. Ich muss sagen, dafür, dass der fast 80 ist, wirkt das schon echt fit. Also wie schnell er auch wieder aufsteht. So. Aber es ist urkomisch. Ich finde das witzig. Also come on. Also andere 80-Jährige, die würden doch zerbrechen. Ja. Links. Ich hätte mich absichtlich nochmal nach unten fallen lassen und runterrollen, einfach um lustig zu sein. Dann hätte ich unten so tada gemacht. War nur ein Spaß. Ja, Air Force One halt, der muss dann salutieren. Da gibt es dann dieses Decorum. Du musst dich dann ganz förmlich, weißt du, du kannst da nicht rumalbern, Tino. Hat er aber gemacht. Ja. Der Joe. Ja. Was hoffentlich kein Rumgealbere ist in Spanien die Vier-Tage-Woche einzuführen. Und da geht es ist aktuell noch nicht großflächig, aber es geht nicht um 4 Tage 10 Stunden, sondern wirklich 4 Tage 8 Stunden. Was? Das ist mehr, als ich jetzt arbeiten muss. Ich habe gerade aktuell eine 2-Tage-Woche. Ja, finde ich gut. Ja. More power to you. Ja. Gibt ja genug Studien. Fuck off. Dieser Dion wieder. Schlimm. Gibt genug Studien, die zeigen, dass die Produktivität nicht steigert. Ja. Wenn du 10 oder 12 Stunden arbeitest und auch nicht unbedingt 8, also keine Ahnung, wahrscheinlich am besten, ist jetzt meine Laienmeinung, 4 Tage, 6 Stunden, am besten gar nicht, Leute. Am besten gar nicht, aber wenn wir arbeiten müssen, dann 4 Tage, 5 Stunden oder sowas. Das wäre, glaube ich, am idealsten. Was Produktivität angeht? Ja, also meine Meinung. Vermutlich. Aber nicht hier 6 Tage, 8 Stunden oder so, das ist doch ätzend. Ich finde es halt einfach pervers, dass man das so als normal ansieht. Ja. Irgendwie. Ich weiß nicht, wie lange das jetzt schon geht. Gut, früher Industrialisierung haben sie wahrscheinlich eher 80 Stunden oder sowas gearbeitet, aber. Am Tag. Alleine irgendwie. Die größte Scheiße, die mich da anfuckt, ist, wenn irgendjemand sagt: Oh, du Mimose, ich habe früher auch 50 Stunden gearbeitet, das hat mich nicht gestört. Nur weil du das gemacht hast und das heißt doch nicht, dass es gut ist. Ja. Das ist so dumm. Und dann oder muss ja nicht mal sein, dass die Personen sagen, es ist übelst gut gewesen, sondern einfach, ich habe das auch geschafft. Ja, großartig. Nur weil du das geschafft hast, heißt das nicht, dass das geil ist, sich für einen scheiß Job zu knechten, Alter.
Natürlich gibt es Leute, die das irgendwie gerne machen und es ist auch super geil. Aber wenn du jetzt keinen Bock hast, 8 Stunden bei Rewe an der Kasse zu sitzen Ja. oder was weiß ich, 8 Stunden am Tag zu putzen, es gibt halt ein paar Jobs, da musst du halt gucken. Also, weiß ich nicht, ein Krankenhaus muss halt immer besetzt sein, da muss man dann Ja. halt noch mehr Leute einstellen. Es ist natürlich von Job zu Job unterschiedlich, aber was weiß ich, wenn du im Büro sitzt, 8 Stunden auf einem Stuhl und dir den Rücken kaputt machst, ja, kannst zwischendrin aufstehen, würde ich empfehlen, aber weißt, wie ich es meine, so. Das, Ich glaube auch, dass wenn der Job Spaß macht und du echt Bock drauf hast, dann ist es cool, viel zu arbeiten, ja, und ja, auch lange zu das kannst du ja arbeiten. trotzdem freiwillig machen. Genau. Die Pflichtzeit, ich finde es einfach pervers, dass das so hin, also. Es gibt so Menschen, zum Beispiel wie damals der DDR-Sänger Gundermann, der hat immer gejobbt, jeden Tag und hat noch dann als Musiker gearbeitet und ist dann früh gestorben, einfach wegen des Stresses und wegen der ganzen Gebrechen, die er dadurch hatte. Ja. Wahrscheinlich mit 48, glaube ich, also re recht früh. Da gibt es Menschen wie Vince McMahon, der WWE-Chef, der ist fast 80, der arbeitet jeden Tag, macht keine Pause, schläft vielleicht 4 Stunden, 5 Stunden, frühstückt dann Energy Drinks und irgendwelche Proteinriegel. Und ist auch topfit und lässt sich noch von irgendwelchen Brücken runterwerfen und lässt sich auf eine Ringmatte hauen, ja, oder Platzwunden zufügen durch Kopfnüsse, Geil. weil er seinen Job halt liebt und er wird noch ewig leben, glaube ich, also noch lange, ist mein Gefühl. Klar, wie gesagt, wenn es dir Spaß macht und du echt Lust hast, 24/7 irgendwie wach zu sein und zu arbeiten, geil. Ja, wie gesagt, man kann das nicht pauschal für jeden einzelnen Job sagen. Richtig, So, es ist ja ja. auch was ganz anderes, ob du was Kreatives arbeitest oder halt, wie gesagt, irgendwie 8 Stunden im Job irgendwelche irgendwelche Ordner kategorisieren musst oder was weiß ich. Ja. Die Scheiße, die Franz mal gemacht hat, irgendwie Dinge alphabetisch ordnen und sowas. Ja. Deswegen, also wie gesagt, das ist nicht ganz großflächig in Spanien. Und Spanien, muss man auch dazu sagen, hat eine Arbeitslosigkeit von irgendwie 16%. Ganz viele, ja, gerade auch die jungen Leute. Ja, aber man kann die Daumen drücken, dass das irgendwie einfach großflächig Akzeptanz und Erfolg mit sich bringt, dass das irgendwie mal so ein kleines Umdenken gibt. Und ist das jetzt nur ein Testprojekt für gewisse Branchen und das ist jetzt irgendwie so ein Ding, was sie jetzt echt durchziehen wollen? Es ist relativ großflächig, aber nicht alles. Es ist jetzt nicht ganz das ganze Land so. Aber es ist wirklich der Gedanke, wir arbeiten weniger und kriegen aber auch das gleiche Geld. Hm. Also nicht jetzt irgendwie, wie gesagt, 4 Tage, 10 Stunden ballern oder weniger Geld. Nee, Geld bleibt genau gleich, nur ein Tag Arbeit fällt weg. Und da gibt es ja 1000 Betriebe, die das schon gemacht haben und die dann nachweisen, dass die Produktivität gesteigert wurde Ja. und auch einfach das Glücklichsein im Job, dann willst du ja auch eher nicht den Job verlassen. So, du identifizierst dich vielleicht mehr mit dem Betrieb, wenn er dir was Gutes will. So, Hast du das ja. erzählt? Das war das der Amazon-Chef oder irgendwer von so einer ganz großen Firma? Oh, Jeff Bezos hatte richtig Beef diese Woche mit Bernie Sanders. Die haben sich richtig gebieft. Krass, auf Weil Bezos Twitter? will nicht, dass sich seine Arbeiter Gewerkschaften unionizen. Ja, genau. Und ja, was fürchtet der Mann? Nee, was ich meine ist, dass der eine jedes Jahr seinen Angestellten irgendwie 10.000 Dollar oder so anbietet, um das Unternehmen zu verlassen, weil er nur Leute will, die auch für ihn arbeiten wollen. War ich, glaube ich, nicht. Uiuiui. Hab vergessen, wer es Wir war. sind auch in der Zeit echt knapp gerade. Wir sind schon bei einer Stunde jetzt. Huiuiui. Was auch knapp war, in Jena habe ich gelesen, noch eine Lokalnews, die ich ganz interessant fand, gab es eine versuchte Kindesentführung von einem Oha. Kindergarten und so ein Typ soll so ein Kind geschnappt haben, aber dann kam die Mutter, hat ihm das Kind weggenommen, wieder und hat gesagt, lassen Sie mein Kind in Ruhe. Und dann hat der Typ gesagt, okay. Okay, Fast. Deal. Er hat gesagt, hole ich mir eben ein anderes Kind, hat er dann gesagt. Ich hol mir jetzt noch eins. Hat ja Auswahl. Und aktuell suchen sie in ganz Jena nach einem Kindesentführer. Da gibt es auch eine Ach, der ist Beschreibung noch zu auf der dem Pirsch. auf der Pirsch quasi. Und ganz Jena ist in Angst und Starre versetzt vor diesem Kindesentführer, der unbedingt ein Kind mitnehmen will. Wofür auch immer. Also wenn ihr jemanden kennt, wenn ihr in Jena wohnt und jemanden Wenn ihr ein kennt, Kind habt, was ihr nicht mehr braucht. entweder das oder wenn ihr jemanden kennt, der gerne Kinder mit nach Hause nimmt, bitte sagt dem, er soll aufhören. Okay.
Fair. Ich fand diese Catchphrase von ihm ganz cool. So, da hole ich mir ein anderes Kind, hat er gesagt, und ist weggelaufen. Ja. Die sind ja eh alle gleich, ganz ehrlich, wenn ich immer höre, oh, mein Säugling ist so niedlich, die sehen alle gleich scheiße aus. Nee, es gibt Kinder, die noch hässlicher sind. Haben das deine Eltern zu dir gesagt, Tino? Es gibt eine ähnliche Geschichte in meiner Familie, dass meine Mutter und eine Freundin gleichzeitig schwanger waren und ihr Kind bekommen haben, also mich und noch ein anderes Kind. Und die Oma des anderen Kindes guckt in meinen Kinderwagen, muss wohl gesagt haben, auch dein sieht besser aus als unseres. Schön. Doch, ist gut. Ja. Sehr gut. Ja, ich arbeite das hier jetzt ganz schnell durch. MTG, Marjorie Taylor Greene, hatten wir ja schon mit den Judenlasern. Die hat wieder Scheiße gelabert. Ach die, ja. Wir können hier drüber berichten. Ich muss sagen, in Amerika finde ich es eigentlich dumm, wenn Leute darüber berichten, weil sie blähen die genauso künstlich auf, wie Trump aufgebläht wurde. Die wird die nächste, wenn das so weitergeht. Die hat gesagt, People mit Down-Syndrom are retards. Und da habe ich mir überlegt, warum können wir das nicht so machen? Ich akzeptiere das, dass Retard mittlerweile eine Beleidigung ist, die nicht mehr geht, für oder halt eine Bezeichnung ist, die für diese Leute nicht mehr geht. Aber ich sehe einen ganz großen Unterschied darin, ob Leute aufgrund einer Behinderung geistig eingeschränkt sind oder ob Leute, die eigentlich normal in Anführungsstrichen sind, beziehungsweise über keine Behinderung verfügen, trotzdem dumm sind. Das sind für mich die wahren Retards. Ah. Können wir das nicht einfach so drehen, dass ich die in Ruhe Retards nennen kann? Ja. Und ja, Behinderte sind halt Behinderte. Die sind dann handicapped. Das ist mir scheißegal. Die will ich ja eh nicht beleidigen. Die machen halt ihr Ding. Sollen sie machen. Ja. Aber wenn einer daherkommt, der eigentlich festen Fußes im Leben steht und keine Behinderung hat und trotzdem dumm ist, das ist ein fucking Retard. Liebe Grüße an Cripple2Go. Du bist kein Retard, ist okay. Nein. Ja, Ischgl hat mal kurz angesprochen, gab es einen guten Beitrag von wie heißt das jetzt? Magazin einfach nur. ZDF Magazin Royal, ne? Genau. Guter Banger-Song ist dabei entstanden. Mal schauen, was Ischgl dieses Jahr mit uns macht. Ob hier wirklich die prognostizierte dritte Welle kommt, die höher ist als Weihnachten. Ich habe gar keinen Bock. Ich will einfach nur Frühling. Ja. Aber zum Glück kann ich in Ruhe skaten, auch wenn hier dritte Welle und so. Es gibt wohl einen harten Lockdown, einen neuen offensichtlich, hat jetzt Merkel gesagt, weil jetzt die Zahlen wieder in die Höhe schießen. Ich habe nur ein Video von Lauterbach gesehen, was richtig schön gedisliked wurde. Handelsblatt Upload. Und er hat vernünftige Sachen gesagt. Entweder jetzt richtig harten Lockdown oder halt wieder Gedümpel und dann halt ganz langen so halb, ja, wir gucken mal. Nee, Alter, jetzt zack. Ja, Merkel muss gesagt haben, alles dicht. Merkel muss gesagt haben, dass wir nicht drum rumkommen, um Menschenleben zu retten, müssen wir jetzt einen harten Lockdown machen. Aber es kann sie auch nicht einfach bestimmen. Also ich glaube, dass es noch durch die Länder durchgehen muss und so, und es wird kompliziert. Aber auch ich sehe, so wie Mutti, wir brauchen halt einfach einen harten Lockdown. Ich habe keinen Bock, dass wir noch ewig rumdümpeln. Ich glaube, dass wir diese Pandemie hätten längst bekämpfen können, wären wir ein bisschen radikaler gewesen. Hätten mal Autos angezündet. Zum Beispiel. Ja. Hätten mal für kurze Zeit einfach alles kaputt runtergefahren. Alles kaputt gemacht. Alles runtergefahren, meine ich. Das war ein freudiger Versprecher. Ja. Alles runtergefahren. Wir zünden Deutschland einfach an. Dann ist Corona das kleinere Problem. Ja. Geil. Einfach größere Probleme schaffen. Ja, einfach ganz hart alles ein paar Wochen runterfahren, komplett. Die krank sind, impfen. Und die nicht sind auch, und dann ist gut. So. Aber mich fragt ja keiner. Ich bin ja nur ein Podcast-Moderator, der müde ist und ins Bett will. Ja, dann kommen wir doch langsam zum Schluss. Das letzte, oder das war das vorletzte, weil wir vorhin AstraZeneca angesprochen hatten. Ja. Während in Deutschland hieß, ey, das ist zu gefährlich, das dürfen wir nicht verwenden, hat Biden gesagt, er gibt 4 Millionen Dosen an Kanada und Mexiko. Und das fand ich witzig so. Weißt du, so, wir haben halt diesen Impfstoff, hier, nehmt den mal. Aber ist ja jetzt egal. Und die Meldung auf Reddit diese Woche, Nummer 1 auf jeden Fall, Wall Street Bets, also dieses ganze GameStop-Dings, das läuft immer noch, das dümpelt gerade so bei 200 rum, die Aktie, was relativ hoch ist, aber ne, man aber guckt mal, ob die Rakete... Oder? Nee, es ist wirklich eher ein Plateau gerade. Ah ja. So. Die haben auf jeden Fall durch die ganzen Gains, die sie bekommen haben, jetzt angefangen,
eine Gorilla-Organisation zu unterstützen, weil die sagen ja über sich selbst Apes Together Strong, weil sie Ja, halt dumme, witzig. auch, sie nennen sich auch selbst Retards, wir sind dumme Retards, die sich gegenseitig hier ermutigen, dumme Scheiße zu machen. Und da haben sie jetzt mittlerweile, hier steht's, 100.000 Dollar schon für diese Organisation Wow. zusammengekriegt. Und da gab es nämlich ein Video von der Gründerin, die sich Ja. übelst gefreut hat. Und das war eine schöne, wholesome Message diese Woche. Apes Together Strong. Und Gorillas finde ich eh geil. Ich finde Affen Ja, so geil, Alter. ja. Ich hätte so gern einen Affen. Muss ich einmal sagen, es gab natürlich diesen einen Fall. Oh, ich weiß nicht, wie der hieß. Es gab einen Schimpansen, der eine Frau so hart auseinandergenommen hat. Die brauchte eine Gesichtstransplantation. Die war dann blind, wirklich komplett aufgebläunt. Nase war weg, Mund war weg. Aber der hat auch irgendwelche Medikamente genommen. Aber an sich sind Affen so geil, Alter. Das stimmt. Als Kind wollte ich auch mal einen Affen haben, aber meine Eltern meinten, der braucht ein eigenes Zimmer und viel Ja. Pflege und so. Die können sie sich nicht auseinanderhalten und dann haben wir gesagt, machen wir es halt nicht. Ja, man will halt immer Dinge haben, aber sich nicht drum kümmern. Ja, ist So. so. Das ist Ja. bei Hunden so, das ist vielleicht bei Kindern so, ist Bei ja eh fast das Gärten, bei Gleiche. Gärten. Gärten. Ja. Ein Garten wäre geil, aber ich will mich nicht drum kümmern müssen. Ja. Ein Podcast wäre geil, aber wir wollen uns drum kümmern. Der Podcast Brennpunkt Internet. Und Bester auch Podcast aller der Zeiten. Hörerwunsch, den wir schon vor Hörerwunsch Monaten vor uns herschieben. ist am Kommen. Ja, aber ich ziehe gerade um und es Ja, ist gerade schwierig. Tino, da hat's ganz schwer im Leben. Ja, ist echt Nee, so. ey, Hörerwunsch kommt und ihr könnt auch gerne schon mal einen neuen reinslotten, wenn ihr das denn wollt. Für 20 € könnt ihr eine Stunde, mindestens eine Stunde unserer Zeit kaufen. Aber habt Verständnis, dass Tino gerade an einem Scheidepunkt ist. Der hat nämlich eine Freundin. Und ja, ich würde sagen, Brennpunkt Internet, over and out. Ihr müsst noch Punkte vergeben. Ach ja, Ja. stimmt. Ja, nicht so viele. Nee, also das Joe Biden-Video, das lief jetzt ziemlich ab Das für hat mich. mich auch jetzt echt, also es ist selten, dass du hier nochmal was reinbringst, wo ich sage, oh, das Ach, das schnell. ist aber nett von Nee, dir. ich meine. Es selten ist, was du im Podcast beiträgst. Nein, 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 wo ich sage, dass wirklich die Wertung krass nach oben geht, was ich Ja. halt nicht mitbekommen habe, das meine ich Ja, so. ach, Ein sonst großes kommt. Event. Aber wenn ich dir nur Angels anbringe und das neue Lafay-Album, Ja, sorry. Lafay wird einen Falco-Song covern auf dem neuen Album, da freue ich mich sehr drauf. Weil ich bin Lafay und Falco-Fan und es wird großartig, wenn Lafay dann Uff. singt, Amadeus, Amadeus, oh, Amadeus, wird lustig. Uff, uff, uff. Ja. Für mich war die Woche. Ist schwächer als die letzte. Naja, wobei dieses Impftheater, ja, auf und ab, war für mich persönlich ziemlich krass, weil Ja, ich nicht wusste, werde ich stimmt, geimpft, werde ich nicht ja. geimpft. Dann katholische Kirche, die jetzt sich doch gegen die Segnung ausspricht, aber Kinder Ja. missbraucht weiterhin in einer Woche. Das gehört halt zum guten Ton. Joe Biden fällt hin. Gewitter am Kopf, das Clickbaiting, das hat schon die Ja, Woche ein bisschen da muss ich mich mal. Ja, aufgewärmt. stimmt. Das ist halt auch so Aufgewärmt. eine Sache, die ich nicht mitgekriegt. Guck mir die Videos mal an und dann Ja. entscheide ich das mal. Weil ich glaube, das könnte auch echt. Weil das war immer so ein lupenreiner Kanal eigentlich. Ne? Die hatten Genau. nie Dislikes. Ja. Und deswegen finde ich das eigentlich ganz bemerkenswert, dass diese plötzlich so vom Himmel fallen können. Ich muss sagen, mir ist der Tim Scheißegal. noch nie so ganz sympathisch gewesen. Ah, Ich okay. finde ihn ganz cool und lässig und mag die Freundschaft zwischen den beiden. Aber irgendwas an dem hat mich immer so ein bisschen verunsichert. Ich weiß nicht, was es war. Aber er tendiert, glaube ich, eher zu solchen seltsamen Clickbaiting-Tricks, als es Jan tut. Okay. Vermute ich. Also no front, ja, aber irgendwie hat es mich nicht ganz überrascht, dass sowas mal rauskommt. Und MCM ist das zweite Mal gebannt worden auf Twitch diese Habe Woche. ich gehört, hat mir gestern unser lieber Kollege Imp erzählt, dass es schon wieder eine neue Bannung gab. Ja. Und dass ihr jetzt beste Freunde seid. Also MCM, Wir Robin sind das Nosferatu, Team. Imp und wer war es noch? Dion? Und Dion war es, okay. In seinem neuesten Video sagt er Imp, Dion und Jules. Das ist Jules, falls du zuhörst. Du gehörst jetzt auch zum Team. Oh Gott, Also, oh Gott. ich weiß nicht, Jules macht ja keine Streams oder sonst was so. Und das in so einer Reihenfolge, so Imp, Dion, Jules. Fand ich auch sehr witzig. Aber es hat er mittlerweile schon gelöscht. Vielleicht habe ich dieses Video als Audio runtergeladen. Das Schöne war ja, als er MCM Noster TV hieß, da habe ich mich Ja. sehr gefreut. Und jetzt nennt er mich Naster immer.
Also und er sagt, er ermahnt sich selbst. Ich habe nie gesagt, dass er mich so nennen soll. Er ermahnt sich selbst, dass er mich nicht Robin im Internet nennt. Was ist da los? Egal. Ich war ja auch mal in seinem Team kurze Zeit, aber seitdem ich ihn so ein bisschen ignoriere bei Instagram und überall, lässt er mich ganz gut in Ruhe. Also ich grüße MCM auf der Straße gerne und rede auch mit ihm, aber er kann auch manchmal sehr aufdringlich sein, gelegentlich. Aber ja. Ich gönne ihm jeden Erfolg, wenn er nett ist. Er wollte auch, dass wir die Audio über sein Beef, warum er gesperrt wurde von irgendeinem anderen Typen aus Schöndorf oder so, sollten wir hier in den Podcast mitnehmen. Haben wir jetzt quasi indirekt gemacht. Grüße ihn raus. 5,5 für diese Woche. Ja, das ist eine gute Wertung. Sehr gut. Sehr gut. Na gut, dann auf Wiedersehen. Und bis nächste Woche. Ich sehe gerade dein Heft hier. Hält in. Ich kotze. Aber einen schönen Schwansen hat er dran. Ja, ne? Ganz viele Menschen hier. Ein Priester, ein Salafist, ein Nazi. Und alle haben keine Chance gegen den Hält in. Geil. Gut, Bürger am Telefon hier. Komm mit dir Arsch. Wir machen jetzt Schluss, Dino. Ich muss mir eine Pizza einbringen. Geil. Tschüss, Leute. Die Musik. Au, au. Tschüss.